Stefanie Giesinger zeigt sie uns hier zum ersten Mal ihren neuen. Gerüchte gab es lange, zuletzt bestätigte es Stefanie Giesinger selbst. Ja, sie hat einen neuen Freund. Und der hat jetzt auch ein Gesicht. Stefanie Giesinger, 28, ist wieder verknallt. Gemunkelt wurde es schon seit geraumer Zeit. Im Juni etwa wurde das Model mit einem dunkelhaarigen Mann am Berliner Flughafen gesichtet, Bild.de lagen die Abzüge damals vor. Im Juli konnten aufmerksame Follower dann in ihrer Story ein Detail sichten. Auf dem Hintergrunddisplay eines Handys sah man ein Kussbild von Stefanie und dem Unbekannten. Enthüllt Stefanie Giesinger zwischen Urlaubsfotos ihren neuen Freund? Und schließlich sagte sie Mitte August in ihrem Podcast Gespot frei heraus, aktuell bin ich nicht am Daten, sondern bin in einer Beziehung. Ich bin glücklich, Punkt. Ich freue mich schon auf alle Schlagzeilen und schreibt bitte dazu, dass er ultra heiß ist, danke. Mehr preisgeben wollte sie dann nicht. Zumindest noch nicht. Denn jetzt scheint es, als hätte sie uns ihren neuen zwischen zahlreichen Urlaubsschnappschüssen auf Instagram gezeigt. Auf einem Urlaubsfoto markiert sie Amanda Meyer. Stefanie Giesinger wird heute, 27. August, 28 Jahre alt. Und statt ihren Ehrentag in ihre Wahlheimat Berlin zu feiern, hat sie sich mit ihren besten Freunden eine Unterkunft am Meer gemietet. Genauer gesagt in Alicante, der beliebten Hafenstadt an der Costa Blanca im Südosten Spaniens. Am Vorabend ihres Geburtstages ging es für die Reisegruppe ins Restaurant. Ganz landestypisch gab es dort Tapas. Und zwischen den zahlreichen Schnappschüssen, die das Model mit ihren über 5 Millionen Fans auf Instagram teilt, sticht ein Foto besonders heraus. Es ist ein Gruppenselfie am Tisch. Und ganz unten rechts im Eck sieht man einen Mann, der dem Unbekannten auf den Paparazzi-Aufnahmen verdammt ähnlich sieht. Stefanie hat sogar sein Profil verlinkt, und siehe da. Es ist Amanda Meyer, 32, der Mann, der laut Bild.de Informationen ihr neuer Freund sein soll. Wer ist der Unbekannte an Stefanie Giesingers Seite? Viel bekannt ist über ihn nicht. Außer, dass er wie Stefanie unfassbar gut aussieht und als Model arbeitet. Zudem soll er im Berliner Stadtteil Mitte einen hippe Keksbäckerei namens Round Energy betreiben. Dort gibt's leckere, vegane und klimaneutrale Cookies. Doch zurück zu den Turteltauben. Klickt man weiter durch Stefanies Story, so sieht man Amanda noch einmal. Dieses Mal auf einem Zweier-Selfie. Beide lächeln sie glücklich in die Kamera. Auf einen Kuss, der den ganzen Spekulationen ein Ende setzen würde, warten wir allerdings vergeblich. Zumindest noch. Das sind Stefanie Giesingers Ex-Freunde. Es wäre nicht das erste Mal, dass Stefanie Giesinger ihren Freund erstmals im Urlaub zeigt. Im April 2023 reiste das Model, das 2014 Heidi Klums, 51, Castingshow gewann, mit Jeremy Stäb, 24, Sohn von Ex-Tennis-Profi Karl Ovid Charlie Stäb, 56, nach Namibia. Die beiden sollen damals bereits mehrere Monate zusammen gewesen sein. Dann das Liebesouting, wie es in der heutigen Zeit so üblich ist. Ein gemeinsames Foto in eindeutiger Pose. In ihrem Fall. Gemeinsam ritten sie händchenhaltend gen Firmament. Wann und warum ihre Liebe dann scheiterte, ist nicht bekannt. Zuvor war Stefanie 7 Jahre lang mit dem britischen YouTuber Markus Butler, 32, liiert gewesen. Die Trennung erfolgte im Oktober 2022.